Ich bin die Vanessa, das ist der Gino. Der Gino ist jetzt 3 Jahre alt. Er bekommt jetzt dann auch die nächste Impfung nächste Woche. Er ist kastriert, er ist gechippt. Er geht super an der Leine. Man kann ihn auch sehr gut von der Leine lassen. Er folgt sehr brav, war mit mir in der Hundeschule. Hat er mehrere Privatstunden genommen. Er folgt wirklich sehr gut, er kann Sitz, er kann Platz. Er kann alleine bleiben, mehrere Stunden, wenn ich zum Beispiel arbeiten bin oder meine Mama. Wir suchen einen neuen Platz für den Gino, weil wir leider familiär bedingt einfach nicht mehr so viel Zeit haben für ihn. Auch dadurch, dass ich jetzt quasi Vollzeit beschäftigt bin, tut es uns einfach leid, weil wir nicht mehr die Zeit für ihn aufbringen können, was wir gern aufbringen würden. Er ist sehr verspült. Er liebt es, mit Stöckchen zu spielen und mit Bälle und ist generell sehr leicht zu unterhalten. Genau. Er versteht sich super gut mit Weibchen. Also mit Hundedamen, da hat er überhaupt keine Probleme. Hat es bis jetzt noch nie gegeben. Mit Rüden ist es immer, also es ist teils, teils. Es gibt Rüden, die mag er beim ersten Mal. Mit denen versteht er sich super. Es gibt auch Rüden, da muss man halt dann schauen, mit denen versteht er sich halt dann weniger gut. Aber Hundedamen ist auf jeden Fall kein Problem. Darum würden wir uns auch wünschen, dass er vielleicht auch in eine Familie kommt, die was schon vielleicht eine Hundedame haben, also zum zweiten Hund mit einem Weibchen. Das war noch nie ein Problem. Kinder haben wir bis jetzt nicht so die Gelegenheit gehabt, dass wir das austesten. Es, aber die paar Mal, wo Kinder quasi anwesend waren, mit denen hat er sehr gut umgehen können und hat er sehr lieb gespielt und getobt. Also normalerweise ist es kein Problem mit Kindern. Und ja, wir hoffen, dass wir einen guten Platz finden für ihn. Eine Familie, die was sich gut um ihn kümmert, Zeit hat für ihn. Wie gesagt, auch vielleicht schon bei einem anderen Hund. Genau, und würden uns freuen, wenn sich irgendeine Familie auftun würde, die was in Gino übernehmen würde.